So, meine Damen und Herren, da kommen wir zu Back for Blood und da kriegen wir es auch schon die Meldung. Wie gesagt, es ist die Open Beta, genauso wie bei der PS4-Version vom Donnerstag, den 12. bis Montag, den 16. August ab 21 Uhr bis 21 Uhr. Das heißt, vom 12.8., wo es heute aufzeichnen, ab 21 Uhr bis einschließlich Montag, den 16. 21 Uhr ist die Beta verfügbar. Ob ich Ich nach. mache mir echt Sorgen, was als nächstes kommt. Ob ich nachher das voll. Ob ich nachher das Vollbasisspiel kaufen werde, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Wie gesagt, die PS4 habe ich schon durch. Ja, so fühle ich mich gerade auch. In der PS4-Version habe ich die, sag ich jetzt mal, die Kampagne gespielt. Da hatte man ja, glaube, drei oder vier Versuche und dann, wenn man halt stirbt, dann müsste man wieder von vorne anfangen. Da habe ich nur zwei Videos gemacht. Je etwas über eine halbe Stunde, also zusammen etwas über eine Stunde. Müsste ja reichen von der Open Beta. Und hier in der PS5-Version wollte ich halt einmal den, eigentlich wie es da schon steht, einmal den Koop machen und den Versus. Hier steht aber schon, dass sie Probleme haben mit dem Koop-Campaign. Und wir sollen halt den Versus-Mode machen. So. Ja, ich wollte eigentlich hier das Quickplay machen, aber Quickplay ist das gleiche wie der Versus-Modus. Da spricht man halt ins Quickplay rein. Wir gehen jetzt hier. Jawohl. Crossplays an. Einstellungen. Da seht ihr das am besten in der PS5-Version drin, dann seht ihr rechts am Controller. Ich will aber mein Mikro einmal komplett deaktivieren. So. Einmal kurz gucken, ob er es übernommen hat. Ja. So, und jetzt gehen wir halt hier in den Worthless Mode rein, gucken, ob da was passiert. Ich werde hier auch nur maximal. Okay, das geht schon. Ich werde hier aber auch nur zwei Folgen machen. 30 bis 45 Minuten pro Folge. Weil das wiederholt sich praktisch. Die Kampagne ist. Seht ihr in der PS5-Version. Hier seht ihr jetzt den Versus-Modus. Und hier seht ihr auch Runde 1 von 3. Seht auch oben links Überbleibsel 9-3. Okay, spiele ich auf der Seite. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetzt bauen wir hier die Treppe hoch. Die R2-Taste fühlt sich komisch an. Groß die Map. Ja, schon mal da.
kaum halten, nicht aus der anderen Variante. Hochgehen. Mann, ich fahr nicht hoch. Digga, das ist unlogisch. Weißt du, man will greifen und dann lässt er gleich sofort wieder los. Digga, wie ich das hasse, ne? Hallo, hier komme ich nicht raus. Das war's schon, Schätzchen. Digga, weißt du, die können metzeln bis zum geht nicht mehr, Diggi. Digga, Mann, ich hasse das, er immer da meint, draufgehen zu müssen. Guck dir das an! Digga, die cheaten doch! Meine Fresse!
Das heißt, über mir, mein Team, 0 Minuten. Seitenwechsel. Klingt da. Achso, okay. Das ist mit mein Team, deren Team. Könnte ich mich noch umziehen? Letztes Mal habe ich meinen besten Hoodie versaut. Hört her, da sind Infizierte im Anmarsch und ihr müsst das Gebiet sichern. Wir müssen die Zivilisten aus dem Gebiet schaffen. Wir brauchen euer Team, um die Infizierten aufzuhalten, bis alle draußen sind. Berichten zufolge ist die Horde von einer Art Insektenwolke umgeben. Bleibt auf Abstand. Wir haben die Verteidigung vor Ort evakuiert. Ihre Ausrüstung sollte aber noch da sein. Nutzt sie. Oh ja! Könnte nützlich sein. Mich verarzten. Heute ist dein Glück. Hey, fang! Lade nach! Kein Grund zur Sorge. Hey, was habe ich dir denn getan? Verzeihung. Ich bin froh, dass wir da draußen die richtigen Leute haben. Gefallen.
Ernsthaft, wie kann man so scheiße spielen, Digi? Hätte besser laufen können. Nein, ernst? Digi, da muss mein Controller nicht nur 30 Sekunden nachvibrieren. Mann, diese Scheißmaus, ne? Digga! Digga, mit dem zu spielen ist so schwuchtelhaft. Thank you.
Augenblick bitte. Moment, ich muss ein Pflaster draufkleben. Medusa! Also mit Digga, ich will ins Gebäude nicht drauf! Alter, wie können die so lange überleben? Hallo, lauf doch mal! Digga, wie lange willst du noch schlagen? Sagen sind es nur 3 Runden. Patrouille hofft, werdet ihr wohl enttäuscht. Das sind Infizierte im Anmarsch. Haltet eure Positionen so lang wie möglich. Berichten zufolge ist die Horde von einer Art Insektenwolke umgeben. Bleibt auf Abstand. Ihr wollt zeigen, was ihr drauf habt? Dann am besten heute. Na, sieh mal. Treffe ich den überhaupt, Digga? Hier drüben!
Digga, lauf doch mal. Bin schon da. Digga, es kann doch nicht sein, dass ich so einen Schwuchtelpartner habe. Digga. Anscheinend wohl nicht. Digga, du kannst ja sagen, wer kann 5 Minuten überleben und, weißt du, ein Bruchteil davon, Digga. Sie haben uns heute besiegt, aber... Nein, ernsthaft, du Schwuchtelkanackenboy. Digga. Sie haben uns besiegt. Digga, wer kann auch da bitte schon 5 Minuten überleben? Wie gesagt, 2 Folgen maximal von jedem. Wovon ist eigentlich das endlich jetzt eigentlich schon reichen würde, aber naja. Wir sehen uns ja auf jeden Fall, wie gesagt, in der nächsten Folge noch, denn eine muss ich ja noch machen, damit es wieder gleichmäßig passt.